Hallo Campingfreunde, wir sind jetzt unterwegs in Richtung Firma Tischer nach Kreuzwertheim. Wir wollen uns ja Solar einbauen lassen mit Wechselrichter. Unsere Idee ist es, dadurch mehr autark zu sein. Und außerdem wollen wir uns noch einen Dachventilator einbauen lassen, und zwar den Max Ven Deluxe mit Verdunklungsrollo. Und auf unserer Nordkap-Tour im Winter hatten wir ja Probleme mit unserem Kühlschrank, und zwar mit dem Gas. Wir vermuten, dass es der Brenner ist, vielleicht was verstopft oder verschmutzt. Das wollen wir auch reparieren lassen. In der Werkstatt fühlten wir uns sehr gut aufgehoben und gut beraten. Natürlich kostet alles seinen Preis, aber letztendlich wurde alles so gemacht und repariert, wie wir es wollten. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns den Max Ven Deluxe einbauen lassen. Der funktioniert sehr gut, ist wie eine Klimaanlage. Man kann ihn aber auch in beide Richtungen laufen lassen. Wir sind sehr zufrieden damit. Der Kühlschrank war ja auch defekt. Da haben wir die Brennereinheit wechseln lassen. Jetzt funktioniert er wieder super. Und der Wechselrichter haben wir von Dometic mit 1500 Watt. Wir haben uns noch Sillingenstadt angeschaut. Es liegt direkt am Main mit einer sehr schönen Altstadt mit schönen Fachwerkhäusern. Super sind auch das Kloster und der Klostergarten mit alten Obstbäumen und vielen Blumen. Man muss es sich unbedingt anschauen.
Auf der Rücktour besuchten wir noch Tangermünde, die schönste Kleinstadt Deutschlands. Sie liegt in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Sie hat ca. 11.000 Einwohner und die Altstadt ist komplett von einer Stadtmauer umschlossen. Eine sehr, sehr schöne Stadt. Kann man nur jedem empfehlen.